So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Dead Space. So, Audiolog. Wir hören uns gleich am Anfang hier einen Audiolog an. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Denvers. Klappe halten. Technisches Logbuch, Temper. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb gekauft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Denvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Okay. Also irgendwer hat die Treibstoffversorgung gekappt hier absichtlich. Und es hat die Ventile überlastet anscheinend. Interessant. Ah, da gibt's einen Knoten für mich. Gott sei Dank werden die Knoten nicht im Inventar reingelegt. Das wäre nochmal schöner. Credits. So, ich weiß nicht, soll ich das Ding mitnehmen? Könnte das eigentlich mal mitnehmen, oder? Das verbraucht ja keine Energie hier, wenn ich das so mache. Steht hier. Someone expects you home tomorrow. Aha. Bums! Das nützt ja gar nichts. Okay, alles trotzdem kaputt. Was ist das da hinten? Ein Speicherpunkt. Ah, jetzt sehe ich es auch. Das Ding hier verwirrt mich ein bisschen. Was haben wir da? Ein Schema, Ripper. Ja, jetzt kriegt man die ganzen Munition und Dinger hier. Was ist das? Runterziehen. Da müssen wir anscheinend hier was machen erstmal. Gut, das merken wir uns jetzt erstmal. Hier ist ein Speicherpunkt. Lass mal hier gucken gehen. Ich trau dir nicht, du Viech, du. Das sieht schon so verwandelt aus. Stasepack. Im Prinzip muss man jeden Körper immer ein bisschen zerstören, weil wenn so ein komischer Dinosaurier da wieder kommt und die wiederbelebt, dann ja, hat man Probleme, nur Probleme. Impulsdings. Ah, das ist Viech, das ich getötet habe. So, und einmal nachladen bitte. Danke. So. Stampf, stampf, stampf. Mal kurz abspeichern hier. Ach, E erstmal und dann Enter, Enter. Enter, ja. Na gut, eigentlich hätte ich einen anderen Speicherstand nehmen müssen, dass es immer ein bisschen abwechselnd ist. So. Jetzt Stase. Zack. Tanksequenz aktiviert. Nebenaufgabe erfüllt, ah. In Betrieb. Wie funktioniert das jetzt? Hä? Aha, da dreht sich so ein Ding hier. Hat es jetzt so eine neue Energiezelle eingesetzt oder sowas? Betanken beendet. Ah ja, interessant. Ich habe gedacht, da wird jetzt irgendwie ein Tankrüssel eingeschoben und dann geht's los mit dem Betanken oder sowas. So, kommen wir zu der Gegner. Ja, war ja klar. Vorsicht! Was? So. Ja, wie kommen wir jetzt dann noch? So. Also wenn zwei von den Tentakeln bei den Viechern weg sind, dann sind sie tot. So, Medpack. Und das hat nichts verloren, oder wie sehe ich das hier? Das sind ja aber übel. Wer mir nichts mitbringt, ist böse. Ah, das ist ja aus dem Schacht gekommen. Ah, ich höre dich. Wo bist du? Gurgler. Hier vielleicht? Ich weiß, dass du da bist.
Ups, da ist ja noch was, das habe ich gar nicht gesehen. Immer solche Einbuchtungen, was sieht man gern mal, ne? Hab ich, ja, ich bin glaube gleich hier lang gelaufen. Oh, da müsste doch noch jemand sein, oder? Okay, nee. Hab ich getäuscht. Die Thermoskanne hätte ich gern mitgenommen. Da wäre bestimmt Kaffee drin gewesen. Was ist das hier für ein Blitzlicht, ey? Ja, ist ja Disco oder was? Auch kein Disco. So, weiter geht's. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum. Vio, Vio. So ein Drehlicht oben dran. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder Viecher. War ja klar. Ja, der rennt ganz da hoch. Naja, gut, okay. Knarz. Hoffentlich fällt dir nichts auseinander gleich. Ach, da sind wir schon. Ernsthaft? Das ist aber schnell. Wow. Oh nee, nicht diese Viecher. Die sind ekelhaft, diese kleinen, widerlichen Plankton-Dinger da, oder wie die auch immer die heißen. So. Was steht da? Singurig System Regulary. Ja, wie will ich das machen überhaupt? So, ja, jetzt habe ich Medizin genug. Kontrollraum, bitte alle Werkzeughalterungen sichern. Okay, warum? Da gehen wir nachher rein, oder? Ich denke mal, dass wir das noch können nachher. Jetzt machen wir erstmal das Sidequest hier fertig oder so. Und zack. Tanksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer Sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald Sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay, ja gut. Mehr Tankvorrichtung ist ja gerade nicht. Sonst würde ich da noch mehr reinfüllen, aber hm. Aber ein Viertel Tank reicht, wenn du das sagst. Okay. Was geht hier ab, ey? Das ist komische Geräusche hier. Und da, jemand zu Hause. Nein. Uah, oh nee, nicht schon wieder so ein Vieh. Na toll, die Scheibe ist schussfest. Na toll. Kann das Viech da raus? Also ich muss auch da rein. Na toll. Kontrollraum. Erinnerung, Synchronisierung, da kommen wir nicht hin. Da ist verschlossen. Dann soll das Viech halt mal da ein paar Viecher beleben, das ist mir scheißegal. Ah, abkauen ist er. Sag mal. Der geht gar tot. So, aber jetzt. Wo ist das andere Viech? Ah, das hat's mitgegrillt, okay. Finde ich gut. Ah, das hat den einen da umgewandelt. Ah, verstehe. Jetzt sind wir da aus dem Seiteneingang hier durchgekommen. Aber der eine Weg ist immer noch zu. So, jetzt gucken wir mal, was die uns hier liegen lassen haben. Credits. So, ich muss ja mal ein bisschen hier
sonst noch was? Nein. Okay. Dann gehen wir noch in den Shop rein. Wir haben Blueprints dabei. Arriba, ja. Was, das war schon? Ich habe gedacht, wir hätten zwei dabei. So. Mietepack klein, warte mal. Ja. Ja. Ja, einer reicht. Stasepack reicht auch. Lass mal Energie. Nee, Impulsprojektile verkaufen wir jetzt mal hier. So. Okay. Jetzt haben wir krumme Zahlen hier. So. Kaufen wir noch einen Energieknoten. So. Sehr schön. Speicherpunkt. Nee, Speicher. Oder ich speichere doch mal. So, den Speicherpunkt mal hier. Ja. So, so dramatische Musik hier gerade. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier lang, aha. Aufzug zur Zentrifuge. Da hätten wir schon lang hingekönnt. Dann machen wir das mal. So. Ticker, tacker, ticker, tacker, ticker, tacker. Ah, das an der Seite sieht man auch, wie weit er runterfährt oder dass er runterfährt. Okay. Warning. Mentory Decomination. Aha. Ich kann es nur nicht gescheit lesen hier. Da ist er kaputt. So. Wo geht's hier hin? Bitte verlassen Sie die sterile Zone. Was? Ach, Sie verlassen die sterile Zone. Zum Kontrollraum. Sterile Zone? Bitte was? Ach, das ist auch ein Aufzug. Ah. Was sind das hier für ein Quatsch? Vom Aufzug zum Aufzug. Klasse C. Lizenz required. Aha. Also. Lost Service. Keine Ahnung, ob das, welches Datum wir heute haben. Da steht 19.09.42. So, hä? Bin ich blöd? Hä? Oh, hä? Ich Trottel, ich bin nochmal den Fahrstück genommen. Ja, oh Mann. Also nochmal, weil Fahrstuhl doch so schön fahren ist ja. So, erstmal hier ein bisschen Rami-Dami machen im Fahrstuhl. Zur Zentrifuge, Dekontamination bevorstehend. Ach so. Ach drum, hier heißt es, dass man die sterile Umgebung verlassen. Der stand hier praktisch auf dem Schild hier. Die Gravity Centrifuge ist fragile equipment. All other personnel must undergo through the contamination sequence before accessing the core. Ja, also jeder muss sich da einer Dekontamination unterziehen, weil die Zentrifuge ein empfindliches Teil ist anscheinend. So. Zur Zentrifuge Dekontamination bevorstehend. Mittepack. Was gibt's hier noch? Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Tja, scheinbar hat er da nichts geschafft, hier zu reparieren. Deswegen müssen wir jetzt ran. Dekontaminationsraum. Sämtliche Mitarbeiter müssen sich dekontaminieren lassen. Okay, Danger. Ready to... Ja. Ready to activate, ach so. Ja, ich tue erstmal hier noch die Spinde durchsuchen. Ich muss mich erst noch umziehen, von daher... Flammenbrenner-Munition, ah ja. Was haben wir denn hier? Eine Werkbank? Also die Werkbänke, die bauen, sage ich mal, komische Stellen an.
Ich würde die da, wo Shops hin hinbauen. Strahlmunition. Ratschpimp. So, Rick. Ja. So, jetzt ist unser Rick am besten ausgerüstet. Ein Knoten behalte ich mal noch, falls wieder so eine Tür kommt. So. Tja, und hier können wir sogar noch hier Biohazard Waste loswerden, sozusagen. So, rein mit uns. Hier kommen bestimmt Viecher, also. Kann ich mir denken. Dusche. Ah, so sieht es also aus. Die Kondimension aktivieren. Da kommen bestimmt Viecher aus den Luftschichten raus. Das sage ich euch jetzt schon. Bitte werden sich nicht bewegen. Aha. Da wird sogar ein Tor zugemacht. Und macht, darf ich mich da nicht bewegen? Oh oh. Warum darf ich mich da nicht bewegen? Warum werden da die Fenster vergittert? Irgendwas ist kaputt, glaube ich. Okay. Locked. Oh oh. Ah, Hilfe! Wow. Okay. Ich hab's doch gewusst, dass die Viecher da reinbringen. Credits. Wer? Wo? 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 Ah, hier, so ein scheiß Vieh. Okay. Das ist auch tot. Noch was? Ah, thank you for your cooperation. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ähä. Warum macht man hier eigentlich auch Luftschächte rein? Das bringt's ja nicht. So, öffnen. So, hier gibt's auch nochmal Spinde. Strahlmunition, Mann. Zur Zentrifuge. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ah ja, okay. Lass mich zur Zentrifuge. Don't go alone. Take assurance. Aha, nicht alleine gehen. Ja, da ist schon mal wieder richtig. Ich laufe immer instinktiv in die richtige Richtung. Ja. Hey. Was ist das denn hier? Glas? Was ist denn das hier? Was? Notfallvorräte. Lager. Was? Achtung, Hindernis entdeckt. Da ist ein Knoten. Ah ja, gut, da komme ich nicht weiter. Hm. Was ist das? Ah, das ist ein Loch, oder? Irgendwas kommt da irgendwann mal raus. Hier ist jemand zerstückelt worden. Ich trau euch nicht. So, was ist das Zugang zur Zentrifuge? Achtung, Variable Schwerkraft. Okay. So, was haben wir hier noch? Luftkanister, ist ja keine Luft drin. Aha. Ah, dann kann man hier mal speichern. Wenn die uns das hier schon anbieten, wenn hier so ein Ding ist, dann müssen wir auch speichern, oder? Ja. Gutski.
Gut, aber immer hier in die Zentrifuge gehen, würde ich sagen, machen wir die Folge hier wieder zu Ende. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Dead Space. Ihr müsst unbedingt dabei bleiben und schauen, was hier noch passiert. Tschüss, sagt euer Legolas.